So, willkommen zurück. Und wir biegen langsam, aber sicher auf die Zielgerade im Nebelvulkan ein. Ja, ich glaube. Das dürfte es eigentlich nicht mal allzu weit sein, wenn ich jetzt nicht irgendwie hier falsch abbiege. Was aber durchaus passieren könnte, da ich den Weg nicht mehr ganz genau kenne. Da ist schon mal nichts, dann schaue ich doch mal hier. Da ist auf jeden Fall wieder ein nerviges Geräusch und eine Horrorwelle. Wollen wir uns mal eben drum kümmern. Sehr schön. Nee. Ah, jetzt noch runter. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg war. Denn allgemein muss man hier doch eigentlich mehr nach oben gehen. Und nicht nur nach unten. Jetzt schaue ich hier nochmal. Ah ja, das sieht gut an und hört sich wiederum schlecht an. So, hier brauchen wir ein paar Schrammböckchen. Der Donnermutant ist so freundlich und schenkt uns ein paar Donnerklingen, damit wir nicht mehr so viel anhaben können. Nehme ich mal an, dass es dafür ist. Elektro. Autsch, so ein Scheiß! Das gibt es ja wohl nicht! Ich muss gleich mal schnell wiederbeleben. Nachdem meine Attacke voll ins Leere gegangen ist. Das was hilft. Ich glaub's fast nicht. Deshalb Scheiße, wie viel ist viel. Ich hab echt Angst vor dieser Attacke. Die hatte ich echt gar nicht mehr auf dem Schirm. Jetzt hat es wenigstens mal getroffen. Ey, scheiße, jetzt ist sie tot, verdammt. Ah, Bonbon kommt zu spät, oder Mist. Oh Gott, das ist mein letztes Lebensmesser. Das kann ich nur noch auf höchstens Lebensdünger zurückgreifen. Das könnte ja echt nochmal nur eine richtig knappe Angelegenheit werden. Ich will gar nicht daran denken, was passiert, wenn ich hier noch drauf gehe. Oh oh. Oh nein. Nein! Boah, so ein Scheiß! Jetzt kann ich die nicht mehr wiederbeleben. Um Gottes Willen. Jetzt kann ich auch ihr Kraftwasser nicht mehr benutzen und ihre ganzen anderen Heilzauber. Das ist richtig übel. Zusätzlich kriegt sie jetzt auch gar keine Erfahrungspunkte durch den Kollegen hier. Aber ich glaube, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen auf die Tube drücken. Und weniger rumspielen. Ja.
mal wieder ins Leben. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Aber wir haben ihn irgendwie abgewehrt. So, jetzt. Habe ich hier keinen Bock mehr auf den Kollegen. Wenn er noch zweimal die Attacke macht und am schlimmsten wäre, wenn sie auf alle gehen würde, dann wäre hier Schicht im Schacht. Das will ich mir jetzt auch nicht mehr zumuten lassen. Oh Gott, oh Gott. Also verflucht viele Kraftpunkte. Ich treffe die nie mit meinen Waffenattacken. Ja, das war wieder der Bullengrippen-Blitzschlag. Das war eigentlich der gleiche nochmal, aber diesmal war er ein wenig effektiver. Schluss jetzt mit den Waffenattacken. So, hier, schluck die beiden. Und stirb. Yes! Uiuiuiui, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der uns so viele Probleme macht. Und mir fällt gerade ein, dass der nächste Endgegner in diesem Dungeon auch wieder was mit Donner zu tun hat. Mit Elektro, mit Wind. Das ist gar nicht schön, denn ich glaube fast, der hat auch diesen Elektrohauch als Attacke. Na gut. Weiter geht's. Ja, wir sind fast im Ziel. Der letzte Endgegner für diesen Dungeon. Liebe Genossen und Genossinnen. Allzu weit weg ist er nicht mehr und dann werden wir mal sehen, ob wir ihn tatsächlich zu Gesicht bekommen. Das Mana-Bäumchen. Hast du dich versteckt. Der nächste Energieschild. Oh, mein Problem ist jetzt nur, ich habe keine Lebenswasser mehr, also die Möglichkeit sollte Christy nicht bei diesem Endgegner sterben. Aber den zeige ich euch nicht mal heute, sondern in der nächsten Folge. Also sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Seid auf jeden Fall wieder mit dabei.